Ja, es ist auch gar nicht bedenklich. 3 Uhr morgens. Da gehe ich normalerweise ins Bett, da stehe ich nicht auf. Hier ist zu. Wir sind in Suite F. Okay. Alles zu, da sind wahrscheinlich die anderen Patienten drin. Ich zweifle allerdings, dass wir tatsächlich aufgewacht sind, um ehrlich zu sein. Huch. Jungenschaft freigeschaltet, Feuermelder. Ja, die Uhr zeigt schon mal was ganz was anderes an. Die Uhr auch. Der Stuhl sieht sehr seltsam aus. Wer baut denn solche Stühle? Ja, das kann nicht die Realität sein. So komische, hässliche Stühle gibt es ja echt nicht. Und hier haben wir wieder die Traumsoda. Das heißt... Ja, wir sind immer noch... Wir sind immer noch im Traum. Aber warum? Und wo sind wir? Und wie kommen wir hier wieder raus? Ich dachte, die Therapie wäre jetzt zu Ende. Aber hier? Some doors. Manche Türen bleiben besser geschlossen. Ist das ein Hinweis? Ich kann die Türen hier auch gar nicht aufmachen, also selbst wenn ich wollte. Selbst wenn ich es nicht wollte, muss ich mich an diesen Ratschlag halten. Ich drücke alle Feuermelder, die ich finde. Was haben wir hier? Da können wir irgendwie durch. Wir können aber auch da lang. Ups. Einfach gleich die ganze Tür mitnehmen, warum auch nicht. Oh Gott. Hä? Boah, ich hoffe, man muss sich hier nicht die ganzen Wege merken, die man schon gegangen ist. Exit temporarily moved. Ausgang temporär verschoben. Hey, oh Gott, das... Oh Gott. Ich hoffe, hier gibt es nicht irgendwie verschiedene Wege, wo man was verpassen kann. Na, wahrscheinlich schon. Sowas gibt es irgendwie auch als Kunstwerk in Galerien. Das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen. Oh Gott. Mein armes Hirn. Okay, es gibt nicht wirklich mehrere Wege, sie sehen nur so aus. Ich verstehe. Das ist auch cool. Gibt es sowas eigentlich als Museum auch irgendwie? So als interaktive Ausstellung? Ich meine, sowas kann man doch irgendwie nachbasteln. Also jetzt vielleicht nicht, dass man mit bloßen Händen ganze Türen ausreißen kann, aber... solche Sachen halt, oder dass der Raum plötzlich enger wird und so. Sowas ist vielleicht schwieriger, wobei das sieht man manchmal so Graffiti-Sachen, die da auch sehr realistisch aussehen. Hier steht Ausgang und da ist wieder so ein Kraftfeld. Das für ein... einfach irgendein C war. Mehr Feuermelder. Die Musik immer noch sehr schön übrigens. Okay, ich kann das Ausgangsschild wieder klauen. Das wollte ich nicht da oben hinpacken. Kann ich hier irgendwie hoch? Upsa.
Er ist vielleicht ein bisschen zu groß. Bleibt das stehen? So, gibt's hier irgendwas? Staircon. Treppenausstellung. Okay, da drüben geht's weiter. Irgendwie muss das hier doch gehen. So, so rum. Zack. Das ist ein Radio. Und die Musik ist aus. Was ist hier? Ugh, lass mich da mal vorbei. Okay, New Cube. Irgendwas? Zu viel? R, I'm a Pirate. Eggshell. Aha, Projection. Also da hat sich das irgendwer ausgedacht. Order more red paint. Aha. Okay. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Okay. Beruhigend oder so? Also jetzt spricht schon nicht mehr die Computerstimme mit uns, jetzt spricht schon der Doktor mit uns. Wir sind so einzigartig, dass wir es irgendwie anscheinend geschafft haben, aus diesem Programm rauszukommen. Und sie wissen nicht, wo wir sind. Das heißt, sie wissen, glaube ich, auch nicht, wie wir da wieder rauskommen. Ich würde gerne irgendwann wieder aufwachen können. Aber ja, Hauptsache, don't worry. Be happy. So, das sieht aus, als würde es beides in den gleichen Raum führen. Tut es das auch? Scheint so. Okay, haben wir hier oben eine Tür. Ah, lass mich raten. Brauche ich den richtigen Winkel? Ah, wie cool. Ist auch ein schicker Block, so ein schwarz-weißer Marmorwürfel. Halt, da ist noch so ein Ding. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es ein Achievement gibt, wenn man all diese Dinger anfasst. Ich habe nicht in die Achievement-Liste geguckt, ich weiß es nicht. Aber wozu sind die sonst da? Halt, habe ich den schon angefasst? Nein. Okay. Ich muss auch noch hochkommen. Nee, das ist ein bisschen zu groß. Ein bisschen kleiner, bitte. So, komme ich bis darüber? Gerade so gut. Damit. Das. Ist das schon wieder hier so ein Stück Illusion? Da ist doch schon wieder irgendwas. Okay, da haben wir wieder so einen Würfel. Ah, hier ist ein Stück von dem. Tisch da irgendwie. Okay. Ah. Wir brauchen den Tisch, weil hier in dem Würfel hat so ein Stück gefehlt. So, hier wieder drücken. Es ist ein Billo-Würfel von Ikea. Das ist ein verstecktes Regal. Geil. So, hier noch irgendwelche Drückdingsies. Da ist eins. Ah, Errungenschaft freigeschaltet, Feuermelder-Experte. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Und ich hab's geschafft. Hier hoch, hier hoch. Nein, das ist noch ein bisschen zu klein. Einmal riesiger, bitte.
Nee, das reicht nicht. Ich glaube, es ist immer noch ein bisschen zu klein, ne? Nee, ich kann mich an der Kante hochziehen. Sehr gut. Sehr gut. Der Ausgang ist ein bisschen schief geraten. Ich werde hier trotzdem weiterhin alle klicken. Bestimmt noch ein Achievement. Muss ich wahrscheinlich von oben irgendwie gucken, aber wie komme ich da hoch? Kann ich hier irgendwas angrabbeln? Hier ist kein Kraftfeld, ne? Ich kann ihn einfach wieder mitnehmen. Und bring mich doch mal hier noch nach oben, bitte, mein Freund. Hör auf, an Sachen hängen zu bleiben. Reception is reality. Ja, wir haben es gemerkt inzwischen. Halt, hier ist noch ein Stück von der Tür. Ah. Ach geil, hier ist jetzt so ein... der Rahmen dran getaped. Boah, das ist so cool. Ich frage mich, wie das von einem technischen Standpunkt her funktioniert. Wie man sowas programmiert und wie das dann funktioniert. Das ist wieder ein Radio. Kann da der Doktor wieder mit uns reden? Sie haben mir gesagt, sie wissen nicht, wo wir sind, aber irgendwie schaffen sie es, hier Radios reinzupacken. Auf unserem Weg. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Dankeschön. Ja, ich möchte bitte weiter Updates darüber, dass kein Mensch weiß, wo ich bin. Aha. Hier, wenn man so realistisch träumt, soll man zum Ausgang gehen, um aufzuwachen? Versuche ich ja die ganze Zeit. Aber es lässt mich ja nicht so richtig. Rice Cakes and Assorted Candies. Aha. Riesige Kisten voll. Wo irgendwer Hunger gehabt? Aha, ich sehe schon. Und ich wette, da muss ich mich da oben hinstellen. Ja. Das geht doch hier so. Hat der wieder Ecken? Nee, der ist ein normaler Würfel. Hier muss man ja schon immer alles doppelt und dreifach checken. So, dann kann ich, glaube ich, von hier oben dieses Ding da sehen. Oh. All dieses Spiel, es überrascht mich jedes Mal wieder. Jedes Mal, wenn du denkst, du weißt, was jetzt gleich passiert, passiert sowas. Warum sind wir draußen? Warum gibt's hier überhaupt ein draußen? Das sieht hier aus wie so eine Mischung aus einem Militärlager und so Filmstudios, so Hollywood-Studios. Mein letzteres passt ja ein bisschen besser hier zu diesem ganzen Traumgedöns. Hä? Radio. Lass mich raten, ihr wisst immer noch nicht, wo ich bin. Hallo. My name is Dr. Glenn Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Sehr viele Solltes und Vielleichts. Aber wir haben ja nicht wirklich eine andere Wahl.
gucken wir mal, ob wir die Aufzüge finden. Die uns vielleicht möglicherweise dazu verhelfen, wieder aufzuwachen, ganz bestimmt. Ist aber schon alles schön hier, ne? Also, die haben sich wirklich Mühe gegeben. Da ist noch so ein Ding. Hier ist eine Pressspanwand. Kann ich nicht mal nah genug ran, um irgendwie ein Loch reinzuschlagen. Da ist noch so ein Feuermelder. Womit kann ich hier interagieren? Der Uhr irgendwas? Ist hier noch irgendwas, was ich übersehen habe? Ich sehe hier auch bis jetzt noch keine so ernsthaft. Klar, ich klau mir mal eben den Mond. Wo ein Radio drauf ist. Und natürlich der Käse und eine Tür. Ich frage gar nicht mehr. Hallo, mein Name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Okay. Ich find's geil, wie dieses Spiel einfach so leichte, gruselige Vibes hat, weil... Ja, weil halt, ne? Ja, und ich glaube, der Mond mit einer Tür drauf hat bestimmt keine Signifikanz oder so. Komme ich da irgendwie hoch? Wie komme ich durch diese Tür? Aber wenn ich den Mond groß... Ich kann ihn auch hier einfach irgendwie so an den Himmel hängen, ne? Das ist so geil. Muss es ja irgendwie groß genug kriegen, dass die Tür halt groß genug ist, dass ich da durchpasse. Oder muss ich die hier einpassen? Ich kann das hier nur so schräg drehen. Ach. Ich kann die Tür einfach runternehmen. Okay, Problem gelöst. Moment, ich passe die hier mal schnell ein. Okay, tschüss Mond. Alter, dieses Spiel macht mich fertig. Don't get lost. Ja, zu spät. Don't meet sister-in-law. Treff nicht deine Schwägerin. Okay. Wir haben einen Aufzug gefunden. Seize the day, nutze den Tag. Huh.